Hello, how are you? Günther is a superintendent of construction at the same company at which François is getting his practical training. Günther is having difficulty getting his project completed on time because he is short-handed. In such a situation, he'll take anyone who is willing to work, even a music student. So now look, listen, and you will understand German. Wieso? In 5 Tagen muss der Rohbau stehen. Am 15. soll doch das Richtfest sein. The rough skeleton of the building has to be up in 5 days. The builders are to have their construction party on the 15th. Wieso? In 5 Tagen muss der Rohbau stehen. Am 15. soll doch das Richtfest sein. Wir brauchen mehr Arbeiter. Arbeiter? Wo soll ich jetzt noch Arbeitskräfte finden? Mitten in der Saison. Vielleicht versuchen wir es einmal mit Studenten. Why don't we try it once with students? Vielleicht versuchen wir es einmal mit Studenten. Studenten sind sicher keine große Hilfe für euch. Ein Student ist doch nicht gewohnt, richtig zuzupacken. A student isn't accustomed to heavy work. Ein Student ist doch nicht gewohnt, richtig zuzupacken. Jedenfalls besser als gar nichts. Versuchen wir es doch mal. Yes, there comes the student. Was will denn der hier? Das ist unsere neue Arbeitskraft. Typisch Student. Der ist sicher eine große Hilfe. Naja, besser als gar nichts. So. Sie sind Student? Ja. Musikstudent. Und Sie wollen hier auf dem Bau arbeiten? Ja. Ich will mir ein paar Mark verdienen. Jetzt sind ja Ferien. Hier müssen Sie aber richtig zupacken. Das bin ich gewohnt. Na gut. Versuchen wir es. Fangen wir gleich an. Ist das Ihr Arbeitszeug? Ja. Aber einen Schutzhelm müssen Sie haben. Das ist nichts für meine Haare. Ob Sie ihn nun tragen oder nicht, das ist Ihr Helm. Ja. Also Leute, das ist Sigi Meier. Er ist Musikstudent und will sich hier ein paar Mark verdienen. Das soll unsere neue Arbeitskraft sein? Der wird eine große Hilfe sein. Wo soll ich denn jetzt andere Arbeitskräfte finden? Mitten in der Saison. Aber der kann doch nicht zupacken. Nein, das ist er nicht gewohnt. Mit dem schaffen wir das bis zum 15. nicht. Wir müssen es eben probieren. Also Musik studierst du? Kann man damit Geld verdienen? Ja. Aber hier musst du anders zupacken. Ja, das bin ich gewohnt. Da. Siehst du die Nägel in den Brettern? Ja. Jetzt ziehst du die Nägel heraus. Ja. Schau mal, der Student. Ja, Nägel herausziehen, das kann er. Was machen Sie da? Musik?
Ja, Nägel auf einem Brett. Ein einfaches Instrument. Sie sind doch nicht hier, um Musik zu machen. Hier wird zugepackt. Was soll ich denn machen? Ja, die Nägel aus den Brettern ziehen. Schon längst fertig. Alles fertig. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Wie haben Sie denn das geschafft? Wieso? Das bin ich gewohnt. Schau mal den Studenten an. Bretter nageln kann er. Du bist doch Musikstudent. Malen kannst du auch? Leere Wände sind doch nicht schön. Da hat er recht. Leute, in 4 Tagen soll der Rohbau stehen. So schaffen wir das nicht. Ihr müsst schon richtig zupacken. Mein Stück ist fertig. Was soll ich tun? Schau den Studenten an. Der arbeitet schneller als ihr alle. Ihr beide nehmt die Balken dort und du und der Student, ihr beide nehmt diese da. Lassen Sie nur. Das mache ich allein. Schau mal den Studenten an. Balken schleppen, das kann er. Was macht denn der da? Musik? Ja, in jeder freien Minute macht er Musik. Der ist wohl keine große Hilfe für dich. Der? Du solltest sehen, wie der zupacken kann. Schneller als alle anderen. Also, dann ist ja alles in Ordnung. Es bleibt dabei. Die neuen Stahlträger schicke ich morgen und der Zement kommt am 13. Ja, ja, der Zement hat noch Zeit. Der Student macht es noch ganz fertig. Wo hat der nur das Arbeiten gelernt? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wo ist der Student? Macht er keine Pause? Nee, der trinkt kein Bier. Ja, was macht er denn? Was machen Sie denn da? Das ist gut, das müssen Sie auch machen. Das gibt Kraft. Viel zu langsam. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Du übertreibst die Arbeit. Du machst es noch ganz und gar fertig. Was zu viel ist, ist zu viel. Na, der Rohbau steht ja bald. Das muss er auch.
Am 15. ist Richtfest. Aber der Zement, wann kommt der neue Zement? Übermorgen. Der Zement ist für den 13. bestellt. Aber wir brauchen heute noch Zement. Das ist der letzte. Herr Günther? Hier ist François. Was ist denn los? Wir brauchen den Zement. Moment mal. Der neue Zement ist doch erst für den 13. bestellt. Schneller fertig geworden. Und brauchen den Zement schon heute. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Baustelle Lüneburger Straße braucht den Zement schon heute. Nein, am 13. Nein, nicht am 13. Schon heute. Aua, aua. Ihr seid aber keine große Hilfe hier. Ihr seid wohl nicht gewohnt, richtig zuzupacken. Und du übertreibst die Arbeit. Du machst uns noch ganz und gar fertig. Was zu viel ist, ist zu viel. Wir machen Schluss. Wir protestieren. Der Student macht uns fertig. Er übertreibt es mit der Arbeit. Ihr protestiert? Aber am 15. soll doch das Richtfest sein. Was zu viel ist, ist zu viel. Mit dem Studenten hier sind wir nicht mehr zusammen. Sigi, hör mal zu. Du übertreibst es mit der Arbeit. Meine Leute wollen nicht mehr mit dir arbeiten. Du bist immer schneller fertig. Ich denke, am 15. wollen sie Richtfest feiern. Schon gut. Aber was zu viel ist, ist zu viel, sagen meine Leute. Aber ich möchte mir doch noch etwas Geld verdienen. Was soll ich jetzt tun? Sie bleiben hier. Aber sie sollen nicht mehr arbeiten. Sie sind doch ein Künstler. Machen Sie mal was Schönes für unser Richtfest. Na hör mal, der Student, Musik machen, das kann er. Ja, die Künstler.